Du Hurensohn. Big Babas Haus präsentiert die Maßnahme, Folge 9. Double Impact. Du lässt einen aber auch warten hier, Mensch. Drei Backpfeifen. Ja, ich hab das gekocht. Auch schon lecker. Die kann nicht kochen, die kann nichts. Ich freue mich am meisten, was danach kommt. Ich mich auch. So, geil. Und ich lerne den Ticken kennen irgendwann. Aber ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Kokain. Hast du irgendwie Katzen-Aids? Oder... Zwei Persönlichkeiten. Oder... 20 Euro. Oder... Schwanz. Oder... Fotze. Oder... Drei Arafats. Oder... Granatwerfer. Oder... Platzpatron. Oder... Dungebier. Oder... Moment, ist das jetzt die Art und Weise, mir beizubringen, dass du schwanger bist? Also wir haben verhütet und nur zweimal. Kondom, Bruder? Ich bin nicht schwanger, nein. Lüge! Ich habe eine Überraschung und ich würde dir gerne jemanden vorstellen. Guten Tag. Schau mal, das ist Finn, mein Baby. Missgeburt? Finn! Bambo! Ja. Finn! Bambo! Auf so einen Mist habe ich eigentlich keinen Bock. Wirklich nicht. Gar keine Lust habe ich drauf. Ich habe dafür jetzt keinen Nerv. Es ist doch nicht schlimm, es ist doch nur Finn. Und nicht, was mal. Es ist nicht schlimm, weißt du was? Du kannst mich wieder dann anrufen, ja? Wenn du wieder klar im Kopf bist. Wenn es dir wieder besser geht. Aber nein, dann bitte ohne nein, Finn. Nein, nein, oder nein, Chucky, nein, wie auch immer. Bombo. Wie auch immer. Finn, krank, echt. Ich mir reiß, ich geh jetzt. Hallo. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Wer ist das denn hier? Hallo? Na? Das ist mal ein toller Empfang. Komm mal rein hier. Meine Herren. Seht ihr, was du siehst? Ja. In der Nacht. Lover Sammy. Jeff. Ich heiße Jeff. Ahnt nicht, was Linda im Schilde führt. Aber ab jetzt ändert sich der Spieß. Sag mal, geht's noch? Ich hab mir heute deinen Videoblog angeguckt. Was spinnst du? Was machst du hier? Den Raum ficken. Was soll das? Ich habe meine Tage. Und das mit der Puppe hat sich doch eigentlich erledigt. Jetzt kommst du mit dieser Krankenscheiße an. Du bist ein Pumpjunge. Bist du behämmert ein bisschen, Mädchen? Ich hab vorhin mal die Krankenhausakte gepostet. Ich hab keine Lust mehr auf dein krankes Gehabe hier. Ich hab keinen Bock mehr, mir das reinzuziehen, ja? Ich mir reiß, ich geh jetzt. Du gehörst in die Klapse, gehörst du. Du Watcher! Keine Sekunde länger bleibe ich bei so einer Kranken. Katzen-Aids. Ich hab keinen Bock mehr. Es passt doch so gut mit uns. Sammy, vorbei. Bitte. Bitte bleib doch hier. Komm mal Sammy, nein, schwimmen. Bitte. Sammy. Linda lebt mit Finn in ihrer eigenen Welt. Sie verdrängt die negativen Reaktionen ihres Umfeldes komplett. Die leben in einer Welt, wo man so stehen bleibt. Finn hat keine Gefühle. Finn ist aus Plastik. Was für Plastik? Er blutet nicht. Ich habe kein Blut mehr. Er hat kein Herz. Koma. Er kann nicht lachen. Er kann nicht singen. Er kann nicht schreien. Schatz, was ist los mit dir? Ich habe meine Tage. Was geht denn in dir vor? Kokain. Ich mache mir die größten Sorgen. Lüge. Schatz, bitte. Bitte. Was ist los mit dir? Katzen-Aids. Du das sagst. Ich bin doch deine Mutter. Lüge. Jetzt kommt die Quittung. Mein Gott, was habe ich getan? Rollo, du bist guter Junge. Was habe ich denn da gemacht? Das tut mir so leid. Ich habe sie nicht gesehen. Was ist passiert? Missgeburten. Was ist passiert? Ich habe meine Tage. Ich habe kein Blut mehr. Oh Gott. Hören Sie, ich kann Ihnen helfen. Was haben Sie mit dem Baby? Ich bin Ulrike Bethmann. Ich bin krank. Katzen-Aids. Wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht? In Nürnberg. Normal, aber ich habe Sie nicht gesehen. Was habe ich getan? So lange. Lassen Sie mich doch helfen. Was habe ich denn getan? Ist das Kind verletzt? Mann. Er ist tot. Was habe ich nur getan? Was habe ich denn getan? Bitte lassen Sie mich doch helfen. Schick uns drei Arafats. Lassen Sie mich doch mal sehen. Lassen Sie mich. Das bringt ja alles nichts. Hören Sie mal, das ist überhaupt kein Finn. Baby. Das ist überhaupt nicht echt, das ist eine Puppe. Ja, was soll ich dazu sagen? Was
setzen uns in Schockzustand. Ich habe einen Herzinfarkt gekriegt, weil ich sie angefahren habe. So reden AfD-Wähler. Das kann er wohl nicht sein. Sie brauchen Hilfe. Sie sind doch nicht ganz sicher, hören Sie mal. Das liegt an eurer Scheißgesellschaft. Sie brauchen unbedingt Hilfe. Das ist nicht normal, wie Sie sich verhalten. Seelische Abhängigkeit ist nicht. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Sie sind doch nicht ganz dicht im Kopf. Lass mich mal untersuchen. Ich bin mal auf Trip hängen geblieben damals, auf den Mikros und auf den Yin-Yangs. Kann man das nicht irgendwie auf eine andere Art und Weise regeln? Straßenbitch! Vielleicht. Wie stellen sich das denn vor? Was machen und. Soll das jetzt sein, was ich mir so denke? Ja. Ja. Mhm. Ja, schon und. Wollen Sie jetzt die Miete so auf die Art und Weise? Wenn es geht. Wenn es geht, dann machen wir das doch. Ekelhaft! Ja? Du Watcher! Ich kann was sie mir zu bieten nach haben, hinten ja? Geht? Du Watcher! Ja, okay. Linda ist zu allem bereit. Du Watcher! Um die Mietschulden vor ihrer Geschäftspartnerin zu verheimlichen. Aber bitte haltet euch bedeckt. Und hofft zudem, bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr Katzen-AIDS mit ihrem Vermieter schwanger zu werden. Und infiziere dich mit Katzen-AIDS. Linda! Sag mal, bist du nicht total bereit? Hey, ich darf, was ich will. Hey, was machst du hier? Komm sofort hier raus. Was machst du hier? Frage kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Sag mal, spinnst du jetzt total? Was bist du da? Wolltest du irgendwie gerade unseren Vermieter schaffen? Er hat so süße Augen. Seid ihr eigentlich nur verrückt? Wollt ihr mich verarschen hier? Echt? Du bist so ein Bitchboy, Alter. Auf die Art und Weise? Keine Miete zahlen? Das Paar hat seit 14 Monaten keine Miete gezahlt. Und dann hier noch die Tour versauen? Keine Miete zahlen? Wir haben bei Ihnen Dauerauftrag. Lüge! Miete müsste längst drauf sein. Ich warte schon seit 4 Tagen auf meine Miete. Wollt ihr mich hier verarschen oder was ist hier los? Dieser Bastard, wie dumm der ist. Ihr seid doch wohl bescheuert. Ich bin behindert geworden. Das lass ich mit mir nicht machen. Das ist einfach. Und so wie das aussieht, hat sich ja hier wohl ein Angebot von ihr auch erledigt, die Miete abzuarbeiten. Ab jetzt ändert sich der Spieß. Ihr kriegt morgen die Kündigung, Schluss, aus. Fertig, aus. Ciao. Komm. Linda, was ist hier los? Wir haben sie 30% vom Arbeitslosengeld abgezogen. Wo ist die Miete? In Nürnberg. Was hast du damit gemacht? Kokain. Wolltest du jetzt gerade mit dem schlafen? Hey, ich darf, was ich will. Merkst du es noch? Ich hab meine Tage, ich war was zickig und hab einfach übertrieben. Wo ist das Geld? In Nürnberg. Was hast du gemacht? Drogen! Du hast von unseren. Das ist nicht dein Ernst, oder? Was wollt ihr machen? Ohne Scheiß, es reicht mir langsam. Geil. Wach endlich auf! Da? Du hättest doch mit mir reden können! Das ist nicht so. Ich bin morgens aufgestanden, hab meine Leine gezogen. Komm her. Schau dir das jetzt an. Lass sofort los! Hör auf jetzt! Wer macht sich jetzt gerade bei K1? Dieses Ding hier, das ist eine Plastikpuppe! Eine scheiß Plastikpuppe ist das! Begreifen Sie es endlich! Töte das Tier! Das ist eine Puppe! Verdammte! Watcher! Und das Karma hat ihn geholt. Okay? Hey, aua! Du bist schon! Hey, hey! Du bist ja, was hast du dabei gedacht? Was ist denn los hier? Ha? Ja, ich habe mit 14 mich in einen heroinabhängigen Mann verliebt. Jetzt verstehe ich das Ganze. Ehrenmann! So, jetzt so! Zu deinem Kopf da rein! Rabumtalum! Brauchst auch gar kein Shampoo mehr. Bastard! Wu-Tang! Und das Karma hat ihn geholt. Okay? So, jetzt. Zu deinem Kopf da rein.
Farbumteilung. Hey! Gut gemacht, wir haben schön gewaschen hier. Ja. Außer auch gar kein Shampoo mehr.